Komm, gib mir das. Beziehungsweise machen wir das hier einmal so dicht gerade. Das ist nicht dicht. Verdammt, 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 verdammt. Also wir kriegen es im Grunde nur so hin. Was soll's denn? Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Was soll man machen? Muss ja auch die Kirche im Dorf lassen immer. Maß halten. So. Kann da oben was spawnen? Potenziell. Das ist die große Frage. Ich glaube ja nicht. Wir setzen einfach hier noch was hin. Da. Und dann ist es hier echt hell genug, denke ich mal. Ja. Was soll das? So. Dann haben wir hier das Ding noch. Könnte man sich jetzt überlegen, ob man das hier zur Mitte hin einmal sogar noch irgendwie so verkleidert. Ne? Könnte man. Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Hast recht. So. Hier geht das da leider nicht bündig dran. Es sei denn, wir würden hier die Stelle austauschen. Geht das hier? Ne, das geht natürlich nicht. War ja soweit klar. Das heißt, da ist der da. Also das heißt, wir machen dann hier das so. Dann geht es hier bündig dran, ist besser. Und schließt auch ein bisschen besser. So. Hier ist ja schon ein schönes fertiges Zimmer, auch mit dem. Ist das da drüben noch? Ist das ein Schaf oder ist das ein Monster? Ich weiß es nicht. So. In dem Raum hier bin ich mir noch nicht so sicher, dass der so taugt. Beziehungsweise, ob das nicht sinnvoll wäre, die Tür hier hin zu machen. Oder beziehungsweise hier hin. Aha, guck mal, da ist sogar sowas drunter. Haben wir ein bisschen Holz mitgeholt. Supi. So, dann machen wir hier zack, zack. Und machen dann hier das. Ach ne, es muss bleiben. Machen dann hier eine Fachwerkecke draus. Von hier aus sieht man das dann nicht mehr. Und der Raum gewinnt hier eine gute Ecke. Und da sieht man es auch nicht mehr. Doch, der Raum gewinnt. Und hier, das ist ja eh Knubbel hier, Knubbelbereich. Dann hast du hier einen viel größeren Raum und kannst hier einen schönen Tisch zum Beispiel hinstellen. Viel besser. Viel besser. So. Hallo, Hundi. Wir gehen mal gucken. Wo sind die? Die sind draußen, ne? Seid ihr im Knabenchor? Immer noch mal hinten Augam. Aua! Beiß mich doch nicht. Wie, noch einer? Hallo? Hallo Sie? Hallo? Hallo! Wir brauchen ja auch die EP jetzt mittlerweile immer wieder. Da kann man sich ab und zu mal bei Nacht im Dorf umsehen. Wie schlimm hier denn die Lage denn tatsächlich ist. Da hab ich die Kuh rum. Da so weit, alles okay. Hier ist auch nicht mehr so viel los, aber hinten ist noch ein Zombie. Aber es ist eine interessante Perspektive aufs Haus, guck mal. Ist gut, oder? Ist hier ein Enderman? Also sieht doch ziemlich gut aus. Und da oben das Lichtscheinchen da ist auch irgendwie cool. Dem brauchen noch Klappen. Dass sie nicht ins Wasser fallen. Boah. Ist das geil. Ich feiere das Haus. Es tut mir leid, aber ich finde es richtig gut geworden. Es ist richtig stimmungsvoll. Wenn man sich das vorher vorstellt mit diesem NPC-Haus da. Meine Güte. Wie viel besser das ist. Gut. Monster drin sind sonst keine mehr da.
Ist jetzt schon morgen, ne? Oder? Können wir noch ins Bett gehen? Warum ist es denn 19:16 Uhr? Was ist denn für eine komische Uhrzeit? Ah ja, jetzt machen wir einen Kurzschlaf. Kurzschlaf. Naja, das war eigentlich ganz schön lange für kurz. So, dann ist da hinten das Schaf meiner Begierde. So, wie viel habe ich? Ja, das ist gut. Das ist gut. Alter. So, hier steht eine Werkbank. Das ist gut, weil ich habe damit was vor. So, zack. Ganz andere Baustelle. Und jetzt geht's hier lang wieder. Und da hoch. So. Und dann machen wir mal zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Nee, das stimmt nicht. Gib mir das. So, zack. So, das war nämlich ein Teil der meiner Überraschung. Und der andere Teil, dass ich eigentlich angeln war und ganz tolle Sachen gefangen habe. Müssten wir eigentlich nochmal probieren, aber dafür haben wir jetzt mehr gebaut. Ist ja auch gut. Gehe ich das nächste Mal angeln oder so? Ja. Wobei, nö, könnten wir eigentlich. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Tag ist ja. Dann gehen wir noch ein bisschen schwatzen. Ja, supi. Irgendwie sind die NPC wieder da. Ich weiß nicht, was damit los war. Ja. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht irgendwie NPCs erschießen musste. Das ist mich echt dankbar für, dass die so wieder kamen. Das hätte mich doch irgendwie gewurmt. Du Schwein. Rülpst hier wie ein Ferkelwutz. Blub. Lava gehört. Angst. So. Ich möchte gerne in der Sonne stehen. So. Mal gucken. Mal ein bisschen chillen. Mal ein bisschen erholen. Ich meine, wir haben gerade ein ganzes Haus fertig gebaut. Da darf man auch mal kurz Pause machen. Und ja, denke ich schon, dass ich das darf. Was heißt, ich darf das? Ich mach das. Ja, das ist die neue Einstellung. Die neue Einstellung des Kumpels. Ich mach das, weil ich es kann. Ups. Oh. Da war was. Habe ich wieder mich so zugeklumpt, dass ich keinen Platz habe, irgendwas einzupacken. Das habe ich beim letzten Angeln so. Ja, ich weiß. So. Das hier ist meine Anglerangel. So. Dann haben wir hier, ach so, da natürlich. So. Dann haben wir das. So. Und jetzt hier die Bögen. Kann ich die eigentlich jetzt. Das ist ja hier ein richtig gut verzaubert, da wäre ich die beiden. Das ist ja nicht mehr verzaubert. Ah, supi. Das geht also nicht. Schade. Muss ich gucken, wie ich den repariere. Hier war es, als ich was zischen gehört. Fischi. Fischi, 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 Fischi. Okay, das war ein Fischi. Ist schon mal gut. Irgendwie ist es monstermäßig auf der Karte echt ultra aktiv. Das ist schon besorgniserregend. Es war Leder, ne? Vor allem, ich finde es halt echt doof, dass man Unterflächenmonster als Oberflächenmonster so sieht, ne? Finde ich so ein bisschen, ja, schwierig, aber wahrscheinlich lässt es sich einfach nicht anders darstellen. Gehe ich mal von aus, ich weiß es einfach nicht. Falls ich jetzt anders klinge, ich sitze natürlich beim Angeln auch anders. Und ich übe ja noch mit dem neuen Mikro. Das müsst ihr entschuldigen. Es ist halt ein anderes Mikro und dann ist die Soundcharakteristik auch direkt eine andere. Es ist halt einfach tatsächlich Tatsache so, dass das Mikro ganz viel Einfluss auf die Wahrnehmung hat und auf die Qualität von einem Video als solches. Da liegen halt auch einfach dann bei Mikros Welten teilweise dazwischen, ne? Was du so ja hast qualitativ. Und unsere alten Samson Meteor-Mikros, die waren wirklich, wirklich gut für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das konnte man nicht anders sagen. Ist natürlich klar, dass ein Rode-Mikro eine ganz nochmal eine andere Qualität hat. Das liegt aber natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen am Preis. Bei den Mikros zum Glück gibt es ja jetzt nicht so Trendmarken, weißt du? Also wie so
dass einer ein Mikro kauft wie ein iPhone, ne? Sondern geht man ja tatsächlich nur nach Hard Facts eigentlich. Ne? Also Charakteristik und Qualität, und man hört sich das ja auch an in Videos und so. Da gibt es ja Tests auch von Leuten, die dann mit verschiedenen Mikros die Sachen eingesprochen haben. Und das ist so die Entscheidungsgrundlage letztendlich. Nicht, es ist die Marke oder die Marke. Ne? Das ist das, was man sich dann halt echt überlegt. Und dann kann man immer noch Pech haben, dass das Mikro nicht mit der Stimme harmoniert. Das gleiche Mikro, was Groschi hatte, das hat bei Luzi überhaupt nicht funktioniert. Ja, und was Groschi auch immer noch hat, glaube ich. Und das Mikro funktioniert mit seiner Stimme super. Es ist wirklich kein so teures. Auch ein Samsung. Ich glaube sogar das Meteor Portable irgendwie so. Oder so ein Mini-Ding, ne? Das funktioniert super für ihn, aber für Luzi hat das nicht funktioniert. Die Stimme hat nicht mit dem Mikro harmoniert. Sie brauchte also auch dann ein Meteor. Und dann hast du halt immer bei Meteor als Raumtonmikro im Grunde echt den Nachteil, dass du alles mit aufnimmst, was im Raum ist, und nicht nur das, was in der Niere ist. Also gerade die Tastaturgeräusche und sowas, die sind unglaublich stark. Das kannst du natürlich beim Rode-Mikro hier bei dem Podcaster auch haben, aber das ist halt so ein bisschen Einstellungssache. Es kann also sein, dass wir jetzt relativ viel Tastaturgeräusche noch hatten. Dann ist meine Niere noch zu groß. Da muss ich da noch ein bisschen dran drehen, dass die Niere kleiner ist. So Sachen halt einfach. Das sind so auch dann wieder Übungssachen und gucken, dass der Ton wieder stimmt. Kann also sein, dass der Ton auch jetzt ein paar Mal scheiße ist. Schade. Ich meine natürlich schade. Ein Schadeton. Genau. Das ist auch möglich. Also sicher sein kann man sich da nicht. Und ja, ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich vielleicht noch irgendwas mit den NPCs gleich mit den Fischen drehen kann. Wir haben ja ein Bergbratzen-Fischerdorf. Das schöne Bergbratzen-Fischerdorf Steinbach. Ja. Was redet der alte Mann da im Wasser? Der alte Mann und das Meer. Blubblubblub. Seht ihr schon Blubber? Ich nicht. Ich finde auch die Default-Blubbers, die funktionieren besser als manche andere, die ich schon gesehen habe. Das ist echt ganz angenehm. Nur hier diese Wasserspratzer da, die da überall sind und die auch total. Was sind das? Wasserflöhe oder sind das Tropfen, die so aus dem Wasser spontan sich rauslösen und gen Mond schweben? Oder was sind das für Spratzer? Oder soll das simulieren, dass unter Wasser ein reges Treiben aus Fischen besteht? Ich bin ja so ein bisschen traurig, dass das verzauberte Buch weg ist. Ich habe so ein geiles, verzaubertes Buch gefangen. Natürlich, ich habe es in einem Backup jetzt drin, wo das Haus auch ein bisschen anders aussieht. Aber ja, was soll man machen, ne? Das verzauberte Buch ist halt jetzt weg. Und den Tag, den bringen wir jetzt noch durch mit Angeln. Ne? Muss auch mal sein. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die wirklich bei Minecraft spielen fürs Angeln zu ungeduldig sind. Dabei ist das echt auch mal schön, wenn man so mal entschleunigt und so ein bisschen runterkommt. Ne? Da gibt es auch andere Wege natürlich, aber jetzt hier in Minecraft, also in Wirklichkeit bei der Länge, wie ein echtes Angeln geht, da wird mir der Kopf platzen. Das sage ich dir ehrlich. Ne? Aber das hier sind ja, wir reden hier von ein paar Minuten letztendlich, und so ein paar Minuten Geduld haben, das muss doch gehen eigentlich noch immer. Ich meine, klar, man muss gucken und schauen so ein bisschen. Man muss also auch noch, während man geduldig ist, aufmerksam bleiben. Man kann nicht aufs Handy starren und die Facebook-Timeline durchscrollen. Das geht nicht, weil dann verpasst man den Fisch. Aber man muss, ja, Geduld haben. Man kann das nicht beschleunigen, indem man jetzt, irgendwie es beschleunigt. Geht halt nicht. Ja. Da kommt noch einer. Oh, shit. Entschuldigung. Diesmal war ich ein bisschen enthusiastisch. So ein wenig, aber wir müssen jetzt eh gleich... Also, einen nehme ich noch mit. Definitiv. Einen nehme ich noch mit. Ja, den haben wir auch. Und jetzt mal gucken. Ja, jetzt haben wir hier so Lachse und... Ne, gut, so tolle Sachen habe ich nicht mehr gefangen. Wie beim letzten Mal ist das so ein bisschen, ja, ein bisschen schade, aber was soll man sagen? Och, noch ein Kugelfisch. Jetzt sag mir nicht, dass ich voll bin. Was kann man denn hier mal da lassen? Hier mal da lassen, Weizenkörner. So, die Kugel nehme ich mit. So, Feierabend, wie das duftet. La 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 la. Und da muss ich hier noch dringende Treppeln bauen. Das ist ja nervig mit der Hochspringerei. Kann ich Ihnen ja sagen. Da ist er so ein bisschen anstrengend. So. Wen haben wir denn hier?
gar keinen. Keiner mehr da. Sind die wieder Richtung Dorfmitte gezogen. Da ist einer. Was kann der? Hallo? Könnten Sie... Oh, der steht hier in der Blume drin. So, jetzt aber. Was haben wir denn hier? Ja. Da könnten wir jetzt... Aber wir haben keine Smaragde dabei. Das hier... Ach, das wollte ich der Luzi noch kaufen. Ich brauche Smaragde. Ich brauche Smaragde. Ich eile mal von dann. Was sind hier so deine Preise? Hier sind auch... Und nur 7. Guck mal. Der ist besser. Und wer bist du? Auch. 6 und 8 wieder. Okay, das macht einen Unterschied. Das macht echt einen Unterschied, zu welchem man geht. Definitiv. Das ist krass, ne? Eigentlich schon heftig. Dass da so ein Preisunterschied ist. So. Weil eigentlich war ich oben in Luzis Zimmer, weil ich hier was... Warte mal. Ich tu mal kurz hier was entklumpen. Das kommt da rein. Leder würde ich jetzt auch mal hier mit Kampf dazu machen, ne? Und dann frage ich mich gerade, wie kriegen wir denn den Bogen magisch repariert? Geht das? Und zwar müsste das ja gehen, entweder indem wir jetzt hier die beiden Bögen so nehmen und dann kommt hier wieder der Stärke 3, Haltbarkeit 3 raus. Und ist sogar ganz. Oder aber wir werden den hier verzaubern und dann tun wir die zusammenführen und dann, ja, das wäre vielleicht eine Idee. Müssen wir mal gucken, ob wir den verzaubern. Doch, da lang. Verwirrung pur, wie so oft. Stärke 2, Schutz, Schärfe, Schutz. Stärke 2. Weiß ich nicht, ob das zum Bogen passt. Ich repariere jetzt erstmal. So, dann habe ich nämlich hier einen super Bogen schon mal. Das ist hier der Bogen überspannt. Den haben wir nämlich jetzt überspannt. So. Da ist Bogen überspannt. Stärke 3, Haltbarkeit 3. Der ist also wirklich ein super Bogen. Ich habe überhaupt keinen einzigen Fall, doch 9. So, ich hatte die Federn. Die Federn. Eigentlich, also ich mache die Federn hier mit zu Kampf. Einfach weil man es da oft braucht. So. Ich hatte auch einen Sattel beim letzten Mal gefunden, Gönnleder. Oh, so schade. So schade. Ein Sattel und ein Buch habe ich direkt nacheinander gefischt. Das war einfach episch. Das war ziemlich episch. Also gut, dann kommt jetzt der Fisch da rein. Ne, den nehme ich nochmal mit. Und der. Und da. Der. Und den gelben hatte ich auch dabei, oder? Habe ich den schon reingeräumt? Habe ich den jetzt auch nicht mit? Egal. So. Jetzt aber. Schmaragde. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich den richtigen finde, müsste es gehen mit 8. Und ich gedenke, den richtigen zu finden. Ja. Geht schon. Ich will die Punkte. Gib mir nur die Punkte, der Rest ist mir egal. So, hier war der. Wo ist er hingegangen, ist die Frage. Ist er hier wieder hochgelatscht? Und hier ins Haus gerannt? Oha. Darf ich mal kurz? Ich möchte mal kurz hier mich unterhalten. Direkt der Richtige. Direkt der Richtige, wie gut. So. So. War gut? Gut. Ah, der war glücklich. Hast du gesehen? Habt ihr die Blubbels gesehen? Vielleicht gibt es da nochmal Babys. Der ist glücklich. Ist das nicht schön? Ja, ansonsten kann ich jetzt natürlich mit den nix mehr handeln. Das ist dann aber auch so. Oder dem da hinten? Auch nicht, ne? Nee, hey, da geht jetzt nichts mehr. Mehr habe ich nicht. Oh, aber wir haben einen glücklich gemacht. Das ist schon mal gut. Einer ist in Stimmung. Und wir haben was anderes noch erreicht. Das ist auch gut. Jetzt rennen wir zurück.
nehme ich im Grunde schon 2,5 Stunden auf, weil ich habe ja vorher schon über eine Stunde, ich nehme über 2,5 Stunden auf, weil ich ja davor schon so lange aufgenommen hatte. War ja alles weg. Hab ich nochmal gemacht, aber ich bin echt froh drum. Ist auch viel besser eigentlich geworden letztendlich. Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man das so ein bisschen vorbaut. Auch wenn ich das nicht regelmäßig machen werde, sondern das einfach nur aus der Unfallsituation heraus passiert ist. Machen wir jedes so und dann hat er ein Kerzchen im Fensterchen, dann weiß man auch, wo ihr Zimmer ist, wenn man von draußen guckt. Und dann machen wir nochmal hier so und hier. Das langt nicht. Das geht aber jetzt nicht, hier das Weiterziehen, oder? Nee, leider nicht. Dann so. Das sind doch 2 geworden, ne? Mehr soll es nicht werden. Stellen wir ihr das. Ja, wo kommt das Überraschungsgeschenk hin? Da kommt das Überraschungsgeschenk hin. So. Habt ihr das bemerkt? Soll ich ein Schild dran machen? Ja, gut. Mache ich, du hast ja recht. Das sind 2 Kisten, das reicht auch. Erstmal. Da war die Kiste. Der Piccolo, der in die Kiste. Der hat auch eine Kiste. Der hat auch Sachen. Guck mal. Oh, der hat die Rätseltechnik drin. Cool. Und der Emrad hat auch Kiste, oder? Ah, sehr hübsch hier. Da oben eine Kiste. Aber nichts drin. Aber hübsch. Und Doppelbett. Sehr süß. Gut. Hops, hops, hops. Schwupps, pops. So, dann wollte ich hier. So. Und wieder rein in die Hütte. Ich nehme mein Schild schon mal in die Hand. Der Hund, der ist ja komisch von den Geräuschen. Und hoch mit mir. So. Geht eigentlich auch ganz zügig, ne? Wenn man ein bisschen Übung hat. So, dann machen wir das Schild da hin. So. So. Kann man machen. Und mit dieser Liebeserklärung verabscheue ich mich für heute und sage danke fürs Zuschauen und hoffentlich habe ich nicht wieder nur ein paar Sekunden flap 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 aufgenommen und alles war umsonst, weil dann geht's an einer anderen Stelle mit der Techniklösung weiter. Gut. Bis dann. Ciao. Wow.